Schritt 1, Ortsbesichtigung und runder Tisch. Schritt 2, Ideensammlung in Kleingruppen. Und Schritt 3, Diskussion und Veröffentlichung der Ergebnisse. In diesen drei Phasen soll das Bürgergutachten zur geplanten Bebauung des Paketpostgeländes in Neuhausen ablaufen. Ein Entwurf für das rund 9 Hektar große Areal besteht zwar schon, doch die Stadt München will die Bevölkerung in den Planungsprozess einbeziehen. Es gibt Workshops dazu, es gibt Befragungen. Es wird sicherlich so sein, dass all diejenigen, die dort dabei sind, tatsächlich auch wesentlich ihre Haltung und ihre Meinung abgeben können. Aber auch mit der Höhenentwicklung, mit den Sichtachsen und aber natürlich auch damit, wie das auf die Bürgerschaft insgesamt wirken wird. An dem Bürgergutachten zum Paketpostareal sollen rund 100 Münchnerinnen und Münchner ab 14 Jahren teilnehmen. Per Zufallsprinzip werden diese aus dem Melderegister ausgewählt. Doch genauso wie bei den geplanten Hochhäusern gehen auch beim Bürgergutachten die Meinungen auseinander. Ich finde es erstmal natürlich gut, dass wir da an dem Prozess weitermachen und die Bürgerschaft auch mitnehmen. Ich glaube, das ist wichtig und die Entscheidung an der Stelle hat ja auch Signalwirkung für ganz München. Natürlich wird es viel Zeit kosten und am Schluss, glaube ich, werden wir nicht drum rumkommen, eine politische Entscheidung zu diesem Thema fällen zu müssen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, man hat da die Verantwortung wieder abgegeben. Bürgerbeteiligung verzögert immer, aber es sorgt auch gegebenenfalls für mehr Akzeptanz. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir bei allen Prozessen möglichst weitgehend die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt einbinden. Wir treten im Grunde sehr auch für Bürgerbeteiligung ein. Wir hätten sie uns allerdings weitaus vorher gewünscht. Das heißt, bevor man überhaupt in die Planung für dieses Areal gegangen ist, hätte man die Bürger schon beteiligen sollen. Morgen wird der genaue Ablauf des Gutachtens im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung bekannt gegeben. Dann soll die Arbeit so schnell wie möglich losgehen und die Münchnerinnen und Münchner haben dann 12 Monate zur Ideenentwicklung Zeit.